Hallo und willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man auf einem iOS-Device die Bitreep als BWA, Progressive Web App, installiert. Ihr müsst einfach nur den Safari-Browser öffnen. Hier gebt ihr in die Webseitenzeile die app.bitreep.at Startseite ein. Und jetzt seht ihr rechts oben neben der URL, also neben der Internetadresse, findet ihr so einen Teilen-Button. Wenn wir hier raufklicken, kommt ein Submenü. In diesem Menü gibt es den Punkt Add to Home Screen oder zum Startbildschirm hinzufügen in Deutsch. Wenn wir auf dieses klicken, dann öffnet sich noch ein zweites Fenster, wo wir einen Namen definieren können und wir können auf Add oder hinzufügen klicken. Jetzt ist sofort die Seite auf dem Startbildschirm hinzugefügt als App-Icon. Es ist ein sogenannter Bookmark und wir können das wie jede andere App einfach öffnen durch einen Klick aufs Icon. Die App startet dann im Vollbildmodus und wir können in die App einsteigen mit unseren Daten, mit unseren gespeicherten Daten. Nach dem Einsteigen ist man speichert der Bookmark auch die Location, also den Stand in der App. Das heißt, je nachdem, auf welcher Seite wir sind, sie bleibt bestehen. Das heißt, man kann auch zumachen und aufmachen, ohne etwas verlieren. Löschen geht auch mit draufhalten und Delete Bookmark. Und man könnte auch die App aus dem App Store installieren, aber die App aus BWA funktioniert etwas besser unter iOS und deswegen empfehle ich diese Methode. Aber beides würde funktionieren. Vielen Dank.